If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine. There will be no longer Nord Stream 2. We will bring an end to it. But how will you do that since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Über der Ostsee macht die dänische Luftwaffe diese Aufnahmen, südlich der Insel Bornholm. Dänemark bestätigt insgesamt 3 Lecks in den beiden Pipelines Nord Stream 1 und 2. Ist es wirklich das, was ihr wollt? Bezüglich der Sprengung der Nord Stream Pipelines wird bereits von Sabotage gesprochen. Schaut man sich deren Argumentation an, so bekommt man mal wieder den Eindruck, mit der Bevölkerung wird umgegangen wie mit Erstklässlern in der Sendung mit der Maus. Und das in Bezug auf eine Situation, bezüglich derer ein unbedachter Schritt für uns alle Konsequenzen haben könnte, die ich mir jetzt nicht im Detail vorstellen möchte. Wir werden auch für dieses Vorkommen den Preis bezahlen dürfen. Wer Zugang zu diesen Gewässern hat, lasse ich jetzt mal offen und in eurer eigenen Interpretation. Die Annalena Baerbock, unsere liebe Außenministerin, unser Friedenstäubchen im Außenministerium. Sie könnte doch zumindest so mutig sein zu sagen, Infrastruktur bombardieren unter Freunden, das geht gar nicht. Friedenstäubchen Baerbock, unser Wirtschaftsgenie der Habeck, Wendehals Lindner, unser Horrorclown der Klabauterbach, unser Zirkusdirektor Cum-Ex Olaf. Genießen Sie die Show, lehnen Sie sich zurück, bis die Realität Sie zu Hause einholt. Sie kommen raus auf die Straße, schließen Sie sich uns an. Wir kämpfen gemeinsam gegen den Wahnsinn der Regierung. Wir kämpfen gemeinsam für eine Zukunft und für Politik, die hier in der Realität verankert ist und nicht für den Wahnsinn, den die da oben treiben. Wir sehen uns demnächst hier in Düsseldorf auf der Straße, samstags, 15 Uhr, Johannes Rauplatz.